Eine Jubiläumsfolge. Jubiläum. 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 Folge 200. Let's poppin. Hoppin. LOL! Scheiße! Nochmal neu. Reef macht Breakdance. Ich hatte so viele Virus damals. Oh, mein erster Laptop. Oh, ging mir auch so. Jedes Kackspiel runtergeladen im Internet. Auf jeder Drecks-Website gewesen, ne? Also wirklich alles ausprobiert. Da gab es so viele Webseiten. X-Hamster. Nee, halt mal. Nee, warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Einfache Fahrt. Was? Was? Was ist denn X-Hamster? Danke schön für dein Sava, die Baba, die Buu. Herzlich willkommen uns in der Watermelon Party Party Crew. Nee, 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 so Schmuddelkram schau ich mir an. Okay, jetzt bist du schon. Jetzt kriegst du Geld für den Supermarkt. Oh, ich hab hier noch 5 Cent. Nee. So, weg mit dir. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Wunderbar. Wir sind unverwundbar. Gehen wir schnell zum Boss der Map. Hier können wir jetzt einfach drin stehen bleiben. Wie lange Was sind... Was passiert denn hier? War der Buff weg? Wow. Danke. Schau, dass das Rohr nicht länger ist. So ein bisschen hier hoch. Oh nein, bitte fall nicht rein. Scheiße. I don't know, I should really check my mails. I mean mails. Sorry, I'm gay. Ja, er ist nicht gerade nett zu fremden. Siehst du den Draht? Weil der hier von Bonge war, der Matteo, der hat für mich neue Kategorie Hölle auf Erden entwickelt. Aber weißt du, der kann eh nicht reden, der lebt im betreuten Wohnen, der kann ja nicht mal alleine leben. Wie alt ist denn der? Ja, der ist schon Ende 40. Ist der schon über 40? Ja. Matteo? Ja. Ist 40 plus? Ja. Oh mein Gott. Ja. Matteo. Jetzt sehe ich ihn aus einem ganz anderen Licht. Ja. Matteo. Ja. Wer sieht sie nicht gern am Geburtstag? Okay. Nun. Geburtstag brennende Häuser an. Kannst ja auspusten, dir was wünschen. Sei, catch a grenade fire. Through my hand on a blade fire. I jump in front of. Ah!
denn, weiß ich. Na. Hallo, was denn? Oben, der hängt da oben im Baum fest. Kann ich jetzt nicht reden. Aber das war der, was ich... Au. Der ist schon... Man macht so Feder... Hä, nee, wie macht man das denn? Mach doch mal. Achso, du musst aufmachen. Wo soll ich hinpusten? Feder, Stein, Feder, Puste mal. Feder, Stein, Feder. Aber dann guckst du ja zu mir. Ja, du sollst ja auch pusten. Du sagst das doch nicht zu dir selber. Was ist mit dir? Ja, du hast recht. Du machst doch nicht... Hallo, Feder, Stein, Feder, puste mal. Aber ich hab vergessen, was du sagst. Damit haben wir es geschafft. Hallo? No! Oh mein Gott! Nun... Was ist da passiert? Ja, bitte? Gruß nicht, Pony. Wegen dir kriege ich Gänseblümchen. Nein, wie heißt das? Goosebumps. Wie heißt es denn? Ich krieg Gänseblümchen. Ich krieg hier... So wie Pickel. Wie nennt man das denn? Diese Punkte. Ping mich nicht. Wie heißt es denn? Ich krieg Punktehaut. Ich krieg... Gänsehaut! Ja, bitte? Gänseblümchen! Ich meine Gänsehaut! Und hallo, ey, ist das ein Kopf? War doch nur ein Umarmung. So ein kackbilliger Jumpscare. Da bin ich doch jetzt mehr sauer, als dass ich mir erschreckt habe. So ein Dreck! Ah, oh, das kenne ich leider nicht. Weiß nicht, das kenne ich leider nicht. Also, ich hab's schon mal so. Also, ich weiß, wie es aussieht, aber ich hab's nie gesehen. Ich hab. Style und das Geld? Genau. Ich hab Style und das Geld. Hi. Könnt ihr mal das Feuer ausmachen? Das nervt. Das Geräusch nervt. Okay, mach das Feuer aus. Ich hab angemacht. Oh Mann, Dalo kennt diese Tricks, dass man irgendwie von woanders Feuer an ausmachen kann, oder? Kannst du wirklich das doofe Feuer löschen? Wie macht denn das Feuer dort an aus? Ich check's nicht. Es brennt. Matteo, es ist wirklich am Brennen in der Bank. Das gibt's nicht. Mach doch. Er war geschrumpft und hat da in der Ecke gesessen und ich habe ihn nicht gesehen. Oh, Candlelight Dinner. Also, mit Fingern. Also. nein, stopp. Aber die verbrauchen meinen Strom, also ich muss jetzt morgen den... Oh! Ey, das war die Telekom-Leitung. Oh, mach... What? Aber die verbrauchen meinen Strom, also ich muss jetzt morgen den... Oh! Ey, das war die Telekom-Leitung! Oh, mach... Boy. Au! Oh, das ist... Elli, was machst du für Dinge? Das tut doch weh. Das wird teuer. Oh. Bombe lang. Ja, muss die drücken. Nein. Beiseite, Mann! Digga. Beiseite! Ja. Das Party. Was war das denn? Das war der schönste Kopfüberpurzelbaum aller Zeiten. Na, hallo, Geist? Na? Du hast mich umgebracht, jetzt sitzt du hier alleine mit mir fest. Ist schon ziemlich tragisch, finde ich, oder? Stell dir einfach mal vor, du hättest dir so einen nervigen Geist gezaubert, den du gar nicht mehr wehtun kannst, weil du ihn schon umgebracht hast und er sitzt den ganzen Tag da und zeigt dir das langweiligste Lach der Welt. Oder das nervigste Geräusch der Welt. Das nervigste Geräusch der Welt ist besser. Und dann sitzt du dran mit... Du kannst doch nicht so gewinnen. Das doch... Da gibt es auch ein... Was ich hab, je nachdem, wo man mich krault, und jetzt versteht das nicht falsch. Oh mein Gott. Ich meine, das ist literally so Kopfkraulen oder so. Also wenn mein Freund mich so Kopfkrauli macht.
Dann manchmal kitzelt es so in meinem Arschloch. Kennt ihr das? Du würdest jetzt einfach dreimal eine Eins und dann ist fertig. Null. Das kann natürlich auch sein. So ein Nulltrapper. Ja. Oh. Bitte nicht. Oh mein Gott. Bitte nicht. Oh mein Gott. Ja, also. Oh, 20 Coin. Die Coin. Oh. Du bist so dumm, Ashley, ne? Ashley! Ach ja, stimmt ja auch. Überkoppel, stelle deine Füße so breit auseinander. Hab ich. Josie ruft an. Ich bin im Stream. Ich bin im Stream. Und ich mach Pipi gerade. Das ist ja lustig. Für beide eine unangenehme Situation, wo man anrufen kann. Vielleicht erschrecke ich mich ja doch einfach zu Tode. Mann! Ich hab mich zu Tode erschreckt! Genau, das meine ich. Ich hab mich auch zu Tode. Machen. Ah. Ich dachte gerade, unsere Katze ist die Treppe runtergefallen, aber es war nur mein Ehemann. Ach, das war nur mein Ehemann. Tanze Fitness, danke für den Follow. Okay, anyway. Was macht ihr denn da? Was haltet ihr davon, wenn wir uns einfach oben treffen? Okay? Okay, bis gleich. Ich würde sie so nehmen. Zufälliges Aussehen. Nein! Ja, und die, wo es vielleicht wissen, wissen auch, was für eine Geschichte wir in diesen Jahren hingelegt haben. Oh. Und Alina, ich möchte dich fragen. Und jetzt Zwiebeln raus. Oh. Möchtest du mich einmal? Oh. Ja! Oh Gott, die Kürde. Achtung, wir spielen hier Horrorgame, ne? Da sind Jumpscares drin und so. Echt ekelhaft. Oh Gott! Alter 4, das war, ich hab gewonnen. Er hat viel zu viel ausgehalten. Ich hab gewonnen. Es hat auch geleckt und es sind Streamsnapper und ich hab gewonnen. Zählt nicht. Genau. Dann. Nein, mein Controller. Oh Gott, nein. Nein, mein Controller. Nein. Das gibt's nicht. Es kann doch nein! Es hat komplett gehört. Und dann in typischen den Anime-Gesprächen. Oh, du! Oh, nein! Nein! Das war ein Scherz, Sonja! Die Bubis sind aber groß geworden. Lass mal anfassen. Wupp, 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 wupp. Aber deine sind auch nicht von schlechten Eltern. Wupp, 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 wupp. Und dann ist da Sonja. Sollte einer von euch. Nein!
sollte einer von euch gestern zum Nachmittag hin quasi auf dem Münchner Hauptbahnhof eine Frau mit Kapuze gesehen haben, die sich in die Hose geschissen hat. Das war ich. Zu Hause gucke ich mich an und ich habe den Rucksack ja an meinem Rücken getragen und der Rucksack ist ja groß und ich hatte einen hellen Pulli an, der so über meinen Hintern ging. Ich habe es nicht gemerkt. Der helle Pulli in dem kompletten Bereich hier. Ein riesengroßer, brauner, nasser Fleck. Ich habe, und das muss ich leider an der Stelle so sagen, wie es ist, ich habe ausgesehen, als hätte ich die schlimmste Durchfallerkrankung meines Lebens und hätte mir in die Hose geschissen. Und so bin ich die ganzen Scheiß Hauptbahnhof entlang gelaufen. Sorry, ich finde es unfassbar beeindruckend einfach. Ich finde es auch mega krass. Aber wenn du die Abholer-Hub zuhältst, ja, dann ist das schon Flo bei seinem 10-Abonnenten-Special. Es ist wie ein Traum, es ist wahr. Das ist so lang. Ich wollte. Coppelius, wenn ich dein Gesicht hätte, würde ich mich auch den ganzen Tag selbst angucken. Bei deinem Gesicht ist es einfach, es wäre eine Verschwendung. Jede Sekunde, in der ich dich nicht anschauen kann, ist verschwendete Lebenszeit, die ich versuche, mit anderen Banalitäten wie Bücherschreiben zu füllen. Nein, nicht wieder da rein. Ah. Nicht wieder hier rein. Ich kann nicht. Sind die jetzt beide? Ja, ich kann die nicht mehr. Ja, nein. Nein. Ja. What? Du kannst ihn da nicht mehr rausholen. Ich kann den auch nicht da rausholen. Nein. Beide nicht. Ich bin enttäuscht von deinem Chat. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mach du das nicht war doch die Ecke von der Kaktus. So schnell. So siehst du ja nichts. Ja, das stimmt. Ich könnte. Ich weiß halt nicht, wo die. Ah! Gottes Willen! The convenience store. Warte mal, da war Language. Gibt's das Spiel auch auf Deutsch? Ich versuch nochmal eben. Guck nochmal eben rein. Vielleicht angenehmer. Ah. Warte, ich versuch nochmal eben das Game zu starten und. Oh, warte, vorsichtig. Boah, die sieht man schlecht. Ich bin richtig stolz, dass ich da noch von keinem in die Luft gesprengt habe. Bevor ich meine Community, bevor ich irgendjemanden nach Hilfe frage, sterbe ich lieber dumm. Okay, Ruhe und Frieden, Edo. Aber da sind sogar Ränder dran, nice. Okay, Chat. Was muss ich tun? Wow! Onkel, Onkel? Ein Wehl? Jo, Eier! Was ist denn hier? Der ist direkt war in mir drin! So? Gefällt dir besser als ich gut? Der war in mir drin! Werde ich mich auch erschrecken. Look into turns. Ach, das ist schon alles hoch. Das geht gar nicht höher. Das Target Tracking, das ist ein bisschen weird. Wow, 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 Party! Ah, das ging schneller als gedacht! Ah! Oh! Oh! Hölle! Hölle! Das ist mein Trick. Ich gehe ganz oft, gehe ich einfach mit Marcel zusammen, gehen wir so auf den Weihnachtsmarkt oder so. Ja. Er hat eine Kamera dabei und ich ein Mikrofon. Und dann, wir nehmen aber gar nicht auf. Und dann sagen wir immer, ja, lol. Wir machen den Test für das beste Essen auf dem Weihnachtsmarkt. Wow! Das ist lustig. Ja, und das funktioniert. 100%. Wow. Das ist lustig. Ich würde sagen, wir haben eine Quote von 8 von 10 geben uns was. 8 von 10, das auf ist jeden Fall.
Also ich esse hier nichts, das ist für meine Tochter und das ist so ein Aldi-Brioche-Knoten. Weißt du, was passiert? Weißt du, was mit alle meine Entchen passiert, wenn du und Moll verwechselst? So kennen wir's, ne? So, was passiert jetzt mit der Ente? Also es ist auf jeden Fall witzig. Also ich finde generell so witzige Sachen ultra lustig. Finde ich auch. Kätzchen, wartest du eigentlich immer nur, bis die da auftaucht? Um den. Wow! Geiler Move! Granate! Oh, shit. Nein! Oh! Ja, ganz viel Brot, ganz viel Brot, okay. Ganz viel lecker Liebe essen. Wow! Oh mein Gott! Ach, Scheiße! Wann hast du das letzte Mal bei mir sowas gemacht? Raus! Raus! Also, ich habe noch ungefähr 3% Akku und muss so einen Helga streamen. Ich muss so einen Helga Train starten. Mach da mit. Wie wär's mit? Kennt ihr doch? Nee, das ist Helga, ist Tradition. Du musst hier Helga rufen. Okay. Das ist Tradition. Du fängst an. Helga! 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 Sehr gut, sehr gut, Marti, sehr gut. Magna. Oh Gott. Magna. Magna? Magne. Magna? Magna. Es passiert nichts. Ja, Magna ist schon gemein. Helga! Opa, nicht? Jawohl, alle down, ihr könnt euch füßen. Ja, yippie! Ganze. Warte. Noch greifen sie uns nicht an. Was anderes machen. Bin gleich immer da. Hol ich mal noch einen Drink. Und ich bring meinen Teller runter. Nie leer laufen. Habe ich meinen Bogen eigentlich wieder weggepackt? Nee, ne? Ich habe irgendwas getrunken, Chat. Was habe ich getrunken? Ah, das war nicht gut, glaube ich, oder? Okay, wie steige ich hier wieder ab? Und dann, aber so wenn ich... Boah, hier dabei echt Euter. Entschuldigung. Das ist mir gerade richtig rausgerutscht. No hate, aber ich finde, rote Haare haben dir besser gestanden. Okay. Wahrscheinlich, weil ich auf den Bildern mit den roten Haaren nackt bin. Nackt, finde ich, steht mir auch besser. Oh, das zählt nicht dazu. Gigi! Die Mutter ist das Oval! Die Mutter ist das Oval! Der Vater ist das erste Dreieck, die Mutter ist das Oval und der Sohn ist das zweite Viereck. Dreieck, ich sag schon Dreieck. Oder ich stream echt zu lange. Das ist ein Dreieck, ne? Er ist eigentlich auf diese vollkommen bekiffte Idee gekommen, dass, wenn man sich das mal so rein von außen betrachtet, was so eigentlich gekommen. Ostern ist. Ein Typ ist vor 2000 Jahren ans Kreuz genagelt worden, ist dann angeblich 3 Tage später als Zombie wiedergekommen. Und wir heute feiern das, indem wir sagen, dass ein Hase kommt und das Menstruationsendprodukt von einem Huhn bei uns im Garten irgendwo versteckt, damit wir das nicht finden. Gleich geht mein Kaki-Stift. Ach so. So.
Nee, das ist eine teure Nummer, Freunde. Die dürfen wir nicht wählen. Also, Snowrunner werden wir sicherlich immer mal wieder probieren. Da grüßt. Immer mal wieder so eine Folge einstreuen. Ein Digga! Frech. Was u up a guy salt? 2000 sind. Was schätzt ihr? Wie viel Prozent der Säugetiere sind noch Wildtiere? Ich hab keine Ahnung. 6%. Ganze 6%. Wow! Das war wirklich geraten. Wow, holy moly, ey. Ey, ja, mach mal! Jetzt geht's ab. Oh Gott. Oh mein Gott! Okay. Oha! Ey, ich krieg Angst beim Zugucken! Er hat so einen roten Kopf bekommen jetzt! Tschüss! Das ist ein Kamera der Kühlschrank. Im Kühlschrank. Nani? Tja. Aber ich kann auch im Kühlschrank! Merkt schon, ihr seid alle nicht gut geeicht für einen festivalstressigen Tag. Ein Tag? Das waren drei! Oh nein! Huh? Wow. Einfach die IT-Lösung, Chat. Big Engels, the Spectre is haunting Europe. The Spectre of Communism. Comics. The powers of old Europe have entered into a holy alliance to exorcist the Spectre. Ist das jetzt die Folge davon, dass ich gesagt habe, es gibt kein Textlimit? Radicals und German Police Spieß. Where is the party in opposition that has not been decreed as communistic by its opponents in power? Nun. Ich bezweifle das ganz stark, dass das von alleine war. What the fuck? Die Vögel. Kommt jetzt das gesamte kommunistische Manifest? Also wir hören uns jetzt das kommunistische Manifest an. Tut mir leid, dass der Stream ab jetzt. Ab jetzt hören wir die ganze Zeit ununterbrochen das kommunistische Manifest. Two things result from this fact. Okay. Ich sah eine Granate hinterher. Oh, oh. Fuck! Zeit der Communism is already acknowledged by all European powers to be itself a power. 2. It is high time that communists should openly, in the face of the whole world, publish their views. Tolo, schlaf schön, träum was Schönes. Guck dir diesen wunderschönen Mond da draußen an. Ich hatte auch nur so drei Pieps im Portemonnaie und guck mal, was aus dir geworden ist. Dankeschön für den Ray! Hallo, Martin. Möchtest du wieder an meine Klöße? Du weißt schon. Dankeschön für den Ray! Hallo, ihr Lieben. Es ist ein Störer! Es ist ein Störer! Ja! Ja, wir haben den Störer geangelt! Ja! Ist glücklich.
Mein Stiefvater hat mir damals gesagt, dass es besser ist, jemand mit einem Löffel aufzuschlitzen, weil der Löffel zwar stumpfer ist, aber im Endeffekt mehr wehtut. Ich kann nur stolz sagen, das ist meine Tochter. Ich hab ADHS. Helga! Ach, du hast es geschafft. Es muss weitergehen. Frau kommt mit an Bord. Leb wohl, Großmark. Ich verlasse dich. Und schicken wir Frau, oder nicht schicken, sondern kutschieren wir Frau rüber zu ihrem neuen Boing. Was? Rumpf beschädigt? Architektin über Bord gegangen? Ich habe den Strand gerammt. Architektin über Bord gegangen? Das, Katze! Na, ah. Oh, ich liebe die Katze. Ich liebe die Katze. Halt dein Maul, Tau! Die Katze ist so großartig, Holy Moly, look at this. Na, ah. Oh, Chonto. Warum? Ach. Halt dein Maul, Toro! Oh Gott, jetzt tut's mir leid. Jetzt tut's mir leid. Aber er wollte anfangen mit so einer langen Story. Und Immersive Engineering dabei sein, sofern es dann wirklich läuft. Nein! Oh! Ja, und das war's. Upsi dupsi. So, hier, ne? Hier, guck mal, Netflix. Es ist Netflix. Onkel Hallo, from das ist Netflix. Another world. Und das ist der Onkel from another world. Und jetzt hör mal hin. Hi, Kleiner. Ich bin der Onkel vom Kanal Uncle from another world. Der Name sagt mir nichts. Bist du so ein Gronkh-Typ, der Let's Plays macht? Ja. Ja, nun, wusstest du davon? Ich wusste gar nichts davon. Bist du so ein Gronkh-Typ? Oh, aber jetzt haben wir ein Problem mit dem Stream, ne? Aber ich kann doch eigentlich... Oh, das könnte jetzt klappen, das könnte jetzt kritisch werden. Gut. Okay, also Leute, das war's mit Twitch Clips Germany. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert natürlich Twitch Clips Germany. Tschüssi. Tschüssi. Gern geschehen. Soll ich noch sagen, dass ich dazu gezwungen wurde? Ich wusste gar nicht, dass Uncle from another world jetzt auch auf Deutsch gibt. Ja, feine Folge. So. Mari! Danke nochmal für deinen Raid. Viele liebe Dank. Es war so schön, dich mal wiederzusehen und mit dir zu quatschen und rumzualbern. War sehr feini.